Hallo und herzlich willkommen zu meiner PlayStation 1 Sammlung. Ihr wolltet die mal sehen, also zeige ich die euch. Die ist nicht wirklich groß, da sind wir auch eigentlich schnell durch, aber wir gucken mal, wie lange das dauert. Fangen wir mal mit einem der großen Giganten an, Final Fantasy 6. Ich weiß, es gibt eine Menge Leute, die diesen Titel gar nicht mehr kennen. Schämt euch, den muss man kennen. Der ist unglaublich stark, der ist unglaublich gut, hat vielleicht auch die beste Story, die besten Charaktere, hat eine ganz starke Opernszene, hat eine unglaublich starke World Theme. Der ist echt stark, also tut euch mal den Terra Theme in der Orchesterversion an. Das ist Gänsehaut, das ist unglaublich. Und dieser Titel hat einfach alles richtig gemacht. Und die PlayStation 1 Version mit so ein paar Cutscenes zusätzlich macht wirklich auch alles richtig. Muss ich etwas zu Final Fantasy 7 sagen? Ich befürchte mittlerweile schon für alle Leute, die 10 so toll finden. 7 ist die Spitze der Serie. Nicht nur, dass es das einzige Game kam, was nach Europa direkt rauskam. Es ist einfach von A bis Z nahezu perfekt. Man kann sich über die Besetzung aufregen, man kann sich über gewisse Stellen aufregen, aber dieser Titel macht wirklich alles richtig und er hat Active Time Battle, und das ist ja nun wichtig, dass es im RPG auch um Kämpfe geht, absolut ins Maximum gereizt. Ganz starkes Ding. Auch heute noch sicherlich in meiner Top 50, Top 20 Liste der besten Games aller Zeiten mit Sicherheit vertreten. Final Fantasy 8, ja, was soll ich sagen? Ich fand die Laguna Story beschissen. Ich kann den Charakter nicht ab und deswegen fand ich den Titel jetzt auch nicht so gut wie 7. Der Titel hat noch mehr, hat auch, jetzt mache ich mich wieder unbeliebt, hat auch vielleicht den stärkeren Soundtrack als 7. Also tut euch mal die Battle-Themes an, die sind sensationell. Riesenguter Titel, ist den meisten Leuten witzigerweise zu westlich gewesen. Ich fand den vom Stil eigentlich sehr gut. Über die Story kann man ein bisschen nachdenken, kann man ein bisschen die Nase rümpfen. Da sind sie, glaube ich, ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen, aber gut, das machen sie ja gerne. Ich kann es aber trotzdem empfehlen. Final Fantasy 9, ja, genau das Umgekehrte. Hier ist den Leuten das zu japanisch, zu kindisch, zu was weiß ich was. Spielt diesen Titel, der ist gut, der ist wirklich gut. Der hat sogar noch ein bisschen mehr Content als 8 und 8 war schon extrem gut. Und was ich definitiv sagen kann, alle, ich gehe mal die Reihe mal entlang, zweimal. Diese Reihe ist um 100% besser als der tolle 10 und alles, was dann später kam. Final Fantasy Origins, Final Fantasy 1 und 2, ja, klar, es ist die Basic. Ist vielleicht für Leute von alten Games interessant. Leute, die, weiß ich nicht, schon mit Final Fantasy 6 überfordert sind, ja, kriegen wahrscheinlich hier das nackte Grausen. Final Fantasy 4 und 5. Final Fantasy 4 gilt mittlerweile als das Game mit der besten Story um Kane, Cecil und Golbez. Kann man sich drum kloppen? Sehe ich nicht ganz so. Ist eine nette Story, aber die Nummer mit den Aliens, ich spoil mal nicht weiter, das hätte nicht unbedingt sein müssen. Da lobe ich mir doch Kefka als Bösewicht in 6, der Joker der Final Fantasy Serie. Ja, 4 und 5 kann man nicht viel falsch machen, wie ihr seht. Es fehlt Teil 3. Teil 3 kam bei uns nur auf dem DS raus. Niemals auf der PlayStation 1. Fragt mich nicht warum. Vielleicht konnte Square auch nicht zählen. Ich weiß es nicht. Chocobo Racing. Braucht ihr einen Mario-Klon mit Chocobos und anderen Final Fantasy Figuren, hier ist euer Ding. Ist ganz nett, hat auch einen netten Soundtrack, aber es ist nichts mehr als ein Mario-Klon. Ehrgeiz. Ja. Was soll ich sagen? Ist ein ganz mittelmäßiges Beat'em'up. Auch dieser Dungeon-Crawler mit RPG-Elementen ist ganz, 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 ganz mittelmäßig. Ich glaube, dieser Titel hat sich nur verkauft, da eben Cloud und andere Final Fantasy Figuren drin sind. Ich glaube, sonst brauchte den niemand. Aber wie gesagt, als Sammler könnt ihr euch den zulegen, sonst aber besser mal nicht. Mortal Kombat Trilogy, ja, dürft ihr das überhaupt wissen? Das Game enthält die Charaktere von 1 bis 3 drin. Dann gab es Mortal Kombat 4, wie ihr seht, habe ich hier die NTSC-Version. Ihr könnt euch wahrscheinlich auch vermuten, warum. Da ging es schon langsam los mit, wir machen mal ein bisschen was weg. Ja, Mortal Kombat Mythology Sub-Zero. Wer die Vorgeschichte von Sub-Zero wissen will, der kann hier zugreifen.
Im Gegensatz zur N64-Version hat der hier die ganzen Cutscenes, die sind aber, ja, soll ich sagen, gerade mal auf Power Rangers-Niveau. Verärgere ich, glaube ich, wieder Leute, ne? Dann sage ich das auch. Die Cutscenes sind nicht wirklich stark. Nicht wirklich. Aber ist ganz nett, kann man sich mal antun. Ja, und das schlechteste Mortal Kombat aller Zeiten, Mortal Kombat Special Forces, solltet ihr eigentlich sowas von boykottieren, weil das ist eine pure Frechheit. Das ist ein Verbrechen an der Serie. Glaubt's mir, ja, ist so ein Dungeon-Shooter, Crawler, irgendwas. Mini-RPG-Elemente, absolut lächerlich. So, nach dem kurzen Cut sehen wir uns mit der nächsten Reihe wieder. Bis gleich. So, da sind wir wieder gleich mit der zweiten Reihe. Alundra, ein RPG im Stile von Zelda, Terranigma, Illusion of Time, Secret of Mana und wie sie alle heißen. Das auf der PlayStation, ein tolles Spiel, ein wirklich auch langes und großes Spiel. Ich habe aber immer so das Gefühl, dass die Leute das überhaupt nicht mehr kennen. Tut euch einen selber Gefallen, das ist ein mörderguter Titel. Glaubt mir, weil der macht wirklich Spaß. Grandia 1. Es gibt sicherlich viele, die Grandia-Serie kennen. Grandia 1 finde ich noch mit am solidesten, weil sie eben da nicht angefangen haben rumzuflippen und rumzuticken. Deswegen tut euch mal den Gefallen und spielt den, der ist wirklich gut. Die PC-Version kann man abraten, weil die haben sie ein wenig vermurkst. Aber tut euch mal einen Gefallen, der ist super. Heart of Darkness, wer Lost in Shadow, Limbo oder gehen wir in die alte Zeit, Another World, Flashback kennt, der weiß, was er hier bei Heart of Darkness erwartet. Das ist ein tolles Puzzle-Jump-and-Run-Gemurkse, was sehr künstlerisch rüberkommt. Muss man eigentlich kennen, ist absolut würdig. Ich glaube, das Ding hatte hier sogar, glaube ich, eine 3D-Brille. Ja, damals gab es schon 3D. Und man braucht es, glaube ich, heute immer noch nicht. Aber egal, das hatten die damals schon versucht. Soul Blade, vielleicht dem einen oder anderen besser als Soul Age. Das ist der Beginn der Soul Calibur-Serie. Und damit hat Namco eigentlich ein Meisterwerk gemacht. Das ist ganz ausgewogene Kampfsachen, tolle Waffenkämpfe, hat auch einen tollen Story-Mode. Tut euch's mal an, damit ging's alles los und es ist heute noch echt super. Medieval 1 und 2. Ja, so die üblichen Jump'n'Run, Fun-Gedöns-Games. Bisschen düsterer, bisschen verwobener. Durch den etwas düsteren Grab-Touch. Aber absolut spielbar, kann man machen. So, Gran Turismo 1 und 2. Gran Turismo ist, glaube ich, neben Forza Motorsport die Serie, die nicht nur für Racing steht, sondern die definitiv Racing definiert hat, als wäre es Style, als wäre es Mode, als wäre es Fashion. Die haben es geschafft, diesen, ich sag mal, sinnlosen Boliden-Gerummel einen absoluten Style zu geben. Und wer auf sowas steht, tut's euch an. Es ist einfach purer Zucker. Es ist mit Sicherheit nicht unbedingt wirklich ein Real Driving Simulator, wer da steht, aber das, sind wir ganz ehrlich, wollten die wahrscheinlich eh nie, weil das ist nun mal nicht spannend, wenn man zum Bäcker fährt. Aber tut's euch mal an, ist wirklich, wirklich gut. Und die ersten beiden haben auch ordentlich dafür beigetragen, wo heute die Serie ist. Muss man mal gesehen haben. So, Warzone mit dem guten Stone Cold 316 Austin. Ja, Attitude. Ja, Warzone hatte hier noch ein paar Promo-Clips als Videos, was die N64-Version natürlich nicht hat. Attitude war schon wesentlich erwachsener. Kann ich auch eigentlich nur anraten. Ist eigentlich auch die bessere Alternative, weil es einfach ein paar Modis mehr hat. Ja, dann kam SmackDown. SmackDown hat erstmal auf ein paar Modis verzichtet. Und ja, bei SmackDown 2 zum Beispiel ist mir bis heute in Erinnerung geblieben die unglaublich geniale Zeit der Simulationen. Da musste man also dann auch im Story-Mode die Matches der KI simulieren und das dauerte, glaube ich, 500 Jahre. Deswegen, also SmackDown brauchte ein bisschen Zeit, bis sie dann wach wurden. Aber man sieht schon bei SmackDown 2, Know Your Role. Ich weiß, sie haben, glaube ich, dann alle Catchphrases von The Rock erstmal verblasen, bis dann Here Comes the Pain kam. Was dann bis heute immer noch eins der besseren ist. Ja, aber trotzdem, man muss die Anfänge auch mal kennen. So. Jetzt machen wir noch einen Cut und dann kommen die letzten und dann habt es. Bis gleich. Hallo und herzlich willkommen zum letzten Cut. Dann haben wir es auch geschafft. Fangen wir mit der Sportserie an. Nagano Winter Olympics 98 and Sydney 2000. Ja, ihr wisst, ich
bin da sehr sportaffin und bin auch noch Fans der alten Epic-Serie, der Track and Field-Serie, der Hypersport-Serie und alles, was da so gibt. Ja, da muss man natürlich auch die Olympischen Spiele haben. Und bevor ihr fragt, ja, ich habe die tatsächlich auch noch bis heute aktuell, die Reihe. Ich habe die wirklich komplett, ja. Formel 1 97, ein nettes Formel 1 Game, kann ich nur empfehlen, ist okay, ist jetzt nicht sensationell, hatte damals die Originallizenz und mit den Originaleinblendungen und ich glaube, da durfte auch Schumacher noch alles gewinnen in der Zeit, kann man machen, ist vollkommen okay. Porsche Challenge ist ein netter Porsche Racer, wie der Name schon sagt, habt ihr nur Autos von Porsche, wie ihr wahrscheinlich auch zu Hause in der Garage auch nur Wagen von Porsche habt, ihr seid ja bestimmt auch da sehr stilsicher. Es erinnert so ein bisschen an Need for Speed Porsche, wo sie ja auch so mehrere Autos aufgefahren haben. Hier ist das genauso. Hier gibt es auch verschiedene Typen, verschiedene Varianten. Der Zwei-Player-Modus ist besonders gut. Der ist wirklich Fun, Action pur. Kann man machen. Kriegt man auch wahrscheinlich fürs kleine Geld. Ist auf jeden Fall die Kohle wert. Spider-Man! Ja, unser Lieblings-Netzkrabbler von nebenan. Und ich sage es, ja, das ist Peter Parker. Ja, ihr seid jetzt bestimmt total entrüstet, dass ich jetzt seine Geheimidentität verraten habe. Spider-Man auf der PlayStation 1, dieses Game war wirklich gut. Es war eins der wenigen guten Games, die man kennt. Auf, muss man böse sagen, eins der wenigen guten Marvel-Games, die man kennt. Vielleicht, weil es eben nicht so unbedingt auf der Filmlizenz basierte. Aber ich glaube, so Sony hatte das, glaube ich, auch geplant und Activision und wenn da alles im Hintergrund da drin war, das ist so ein bisschen, um den ersten Film zu hypen, aber das war okay. Parasite Eve 2, ja, ihr wisst ja schon, ich bin ein Fan von 1, weniger von 2 und schon gar nicht von 3. Man kann den Titel spielen, er ist okay, aber der Titel fehlte mir ein bisschen was. Das ist dieses Gefühl aus 1, die Bedrohung und das war einfach ein besseres Setting. 2 kann man spielen, ist aber nicht mehr ganz die Erfüllung. So, Cardinal Sin, weiß ich gar nicht, ob ihr das wissen dürft, ist Mortal Kombat in 3D und genauso blutig, genauso hast du nicht gesehen und willst du gar nicht haben. Es gibt auch schöne Finishes. Wenn ihr es nicht sehen dürft, mal sofort weiter. Ridge Racer Revolution, ja, ist ein Ridge Racer Game. Es ist ein Ridge Racer Game und wer Ridge Racer kennt, der weiß, was er hier auch erwarten kann. Es ist ein Fun Racer mit, weiß ich nicht, auch wieder ganz wenigen Strecken und eigentlich auch wieder Autos, die sich irgendwann auch wieder alle gleichen. Ja, ist halt Namcos Kuh, die man schön melken kann. Und das macht man hier bei diesem Game auch. Final Fantasy Tactics. Nie in Europa erschienen. Danke Sony, danke Square. Ist eigentlich, ja, soll ich sagen, basiert glaube ich auf Tactics Ogre. Erinnert einen auch verdammt an Fire Emblem. Ist ein Strategietitel mit nach Final Fantasy Regeln. Ihr könnt also auch Final Fantasy Figuren freispielen. Unter anderem ist da auch Cloud dabei. Ist aber eine andere Story. Die Story ist aber wirklich echt super und tut euch einen Gefallen, wenn ihr mal wirklich ein Game haben wollt, was eine Story hat. Das Game hat eine. Und ihr seid mit Sicherheit mehr als 100 Stunden beschäftigt mit diesem Titel. Ist mal was anderes als die normalen Games, die man in 5 Stunden fertig hat. Was? Es lohnt sich. Es lohnt sich wirklich. Castlevania Symphony of the Night. Ja, die Diskussion, ob dieses Game oder sein Vorgänger Rondo of Blood das beste Castlevania aller Zeiten ist, ist müßig. Ich habe mich mittlerweile entschieden, Symphony of the Night ist ein Tacken stärker, weil es einfach auch nochmal ein Tacken runder ist. Absolut sensationeller Soundtrack, sensationelles Gameplay. Eigentlich haben die hier alles richtig gemacht, was man nur richtig machen kann. War ein Grund, warum ich eine PlayStation 1 brauchte, zusammen mit Metal Gear Solid, da kommen wir dann dazu, Silent Hill und natürlich auch Final Fantasy 7. Also, ich kann nur sagen, zockt diesen Titel, wenn ihr irgendwann mal Castlevania zocken wollt. Das Game ist es wert. Silent Hill 1. Es gibt viele, die sagen, Silent Hill 2 ist der beste Titel. Ich fand Silent Hill 2 zwar gut, auch was die Locations anging und das Setting und so, aber Silent Hill 1 war bedrohlicher. Das war Angst. Das war Horror. Und wenn man das nachts gezockt hat, man ist irgendwann durchgeknallt. Und das ist genau das, was Silent Hill ausmacht. Es ist nicht das typische Resident Evil, wo anfangs das Blut schon an der Tür quillt. Wobei, gut, bei Homecoming haben sie es ja auch schon versucht, dass sie der Meinung sind, sie halten sich jetzt für Hostel. Aber Silent Hill verkrüppelt ja eher euren Geist als euren Körper. Und Teil 1 hat das wunderbar gemacht. Tut euch einen Gefallen. Das ist eine Nacht, die werdet ihr nicht vergessen. Glaubt's mir.
So, Metal Gear Solid mit zusammen dem Add-on Metal Gear Solid Special Missions. Special Missions hat das nochmal erweitert um 300 Virtual-Missionen, glaube ich, VR-Missionen. Metal Gear Solid ist die Referenz im Metal Gear-Universum. Das mit Abstand stärkste und kompletteste Spiel, was sie jemals gebaut haben. Und Hideo Kojima hat damit das Meisterwerk hingelegt. Vielleicht zusammen dann noch mit anderen Titeln, aber das ist schon ganz, ganz großes Tennis. Twin Snakes, das Remake auf dem GameCube, ist grafisch natürlich besser und auch spielerisch interessanter, weil es dann eben schon die Effekte hat von Metal Gear Solid 2 halt schon. Da könnt ihr schon ein bisschen mehr machen. Aber der Sound gefällt mir hier bei Metal Gear Solid einfach nur einen Tacken besser, der ist runder. Der andere ist mir ein bisschen zu overremixed, overclocked. Aber trotzdem, also, das Ding muss man in seiner Metal Gear Sammlung haben. Wenn man nicht weiß, was das für ein Game ist, shame on you. Das geht nicht anders. So, wir sind durch. Wenn es euch gefallen hat, abonnieren, kommentieren, bewerten. Ihr kennt das Spiel ja schon. Und dann gucken wir mal, was wir das nächste Mal machen. Ihr könnt ja auch in die Kommentare schreiben, was ihr mal sehen wollt. Wenn das machbar ist, mache ich das gerne. So, wir sehen uns nächste Woche. Ciao mit V.